Rudi hat sich Ende letzter Saison bei seinem vorherigen Verein eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen. Es waren zwei Außenbänder betroffen und auch ein Band an der Innenseite vom Sprunggelenk. Daher war es so, dass er die ersten 6 Wochen limitiert war, was Belastung und Beweglichkeit anging. Das hat man dann nach und nach gesteigert. Es stand von Anfang an und steht auch jetzt noch abschwellende Maßnahmen auf dem Programm. Man hat dann letzte Woche mit Beginn des Trainingslagers die Belastung deutlich nach oben gefahren. Und da war sehr, sehr viel Input. Also es ging von Radfahren, Einheiten im Wasser, eine Rumpfkräftigung, ein Restkörpertraining, sehr, sehr viele Behandlungen und eben, wie gesagt, dieses Beinachsen- und Propriozeptionstraining, was jetzt einen sehr großen Teil von der Therapie einnimmt. Wir investieren viel Zeit mit den Physios von der Mannschaft. Also, wir müssen noch ein bisschen geduldig sein und ich hoffe, dass bald ich kann wieder mit den anderen trainieren. Alles ist sehr professionell, das finde ich super, ein tolles Ort zu arbeiten, immer gute Ambient, das macht der Zeit ein bisschen schneller gehen. Natürlich, ich spiele immer mit Leidenschaft, deswegen vermisse ich Handball sehr, sehr, sehr. Aber diese Zeit gibt mir ein bisschen Hoffe, dass alles in die gute Richtung geht. Und wie ich gesagt habe, bald kann ich wieder mit den anderen arbeiten und die Spiele machen. Eigentlich haben wir drei Praxen, einmal Bittenfeld und Fellbach, das sind größere Praxen mit Fitnessbereich dabei und eine Privatpraxis noch in Stuttgart. Bittenfeld und Fellbach haben wir die Philosophie, dass Physiotherapie und Training für uns eigentlich zusammengehören, weil die Patienten, die bei uns sind, zu 80% alle einfach notwendigerweise auch aktiv werden müssen. Ja, egal, ob das jetzt ein Bundesliga-Handballer ist oder jemand, der statt 10 Stunden im Büro sitzt, es treten muskuläre Dysbalancen auf und das heißt, nur mit Physiotherapie ist meistens nicht getan. Ich bin seit 2008 dabei. Das Ganze ist dann einfach stetig professioneller geworden, sodass wir auch Personal aufstocken mussten. Am Anfang war ich zweimal in der Woche für 2 Stunden beim Training dabei, habe die Jungs ein bisschen präventiv, prophylaktisch noch mit behandelt. In der Zwischenzeit ist das ein Vollzeitjob, das heißt, er ist ein Physiotherapeut ständig vor Ort, betreut die Spieler vor dem Training, während dem Training, nach dem Training, bei den Auswärtsspielen dabei. Also viel, viel professioneller und ich bin jetzt seit 2007, 2008. Ein relativ neues Gerät, hier in Deutschland noch nicht so verbreitet, kommt aus der Schweiz. In der Schweiz arbeiten wir schon sehr lange damit, sehr professionell damit. Man kann das wirklich sehr, sehr differenziert einstellen. Man kann so jemanden jetzt nur einfach hundertprozentig ausbelasten. Wird jetzt bei ihm noch kommen, da sind wir jetzt ein bisschen am Anfang, ist noch rein. Aber in den nächsten 4 Wochen wird man dann Rudi damit wirklich Gas geben können. Voll im Zeitplan, was das angeht. Und ja, muss ihn, denke ich, eher bremsen, weil alles momentan doch wirklich gut aussieht.
ist sehr, sehr motiviert und zieht zu 100% mit.